So, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei einem weiteren Vorbereitungsvideo auf die internationale Konferenz Inverted Classroom and Beyond 2020. Die Konferenz, wenn es um innovative Hochschullehre geht, mit einem Fokus auf digitale Technologie und auf den Flipped Classroom bzw. Inverted Classroom Approach. Mein Name ist Josef Buchner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen am Learning Lab und freue mich sehr, heute ein Interview hier mit einer ganz besonderen Dame aus Salzburg führen zu dürfen. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich rein. Sie wird uns jetzt auch ein paar Ideen liefern bzw. Anregungen liefern, was sie dann erwartet, wenn sie bei der Konferenz in ihrem Workshop bzw. in ihrem Slot vorbeischauen. Ja, liebe Julia, hallo nochmal und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Dein Name? Julia Weißenböck. Wo arbeitest du? In Salzburg an der Universität. Bist du auch noch Lehrerin? Ja, bin ich auch an einem Gymnasium in Salzburg. Sehr cool. Was können wir jetzt von dir erwarten im Rahmen der Inverted Classroom and Beyond 2020 in Baden? Genau. Was die Teilnehmerinnen oder was Sie sich erwarten können, ist, ich werde versuchen, ein relativ neues, innovatives Kurskonzept für Lernstudierende vorzustellen mit dem Namen DigiTeach. Wie kann ich digitale Kompetenzen an Lernstudierende, also zukünftige Lehrer und Lehrerinnen, vermitteln? Sehr cool. Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer methodisch bei dir? Also gibt es ein interaktives Format oder wie wirst du das Ganze angehen, um das dann auch irgendwie an unsere Konferenzbesucher weiterzugeben? Genau, also in erster Linie möchte ich das Kurskonzept präsentieren, weil, wie bereits erwähnt, zumindest für Salzburg, für den Bereich, in dem ich arbeite, einige sehr innovative Ansätze und Lösungen drinnen waren. Also es wird schon nicht in erster Linie, aber zum Großteil Vortrag sein. Ich werde mir aber schon noch was überlegen, wo auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aktiv eingebunden werden, weil gerade im Hinblick auf Weiterentwicklung des Konzepts ist ja nicht in Stein gemeißelt und vielleicht hat ja irgendwer konkrete Ideen, wie man das noch aufbessern oder anders umsetzen könnte. Was war so dein Hauptziel, warum du so ein innovatives Konzept entwickelt hast oder warum du auch vielleicht in deiner Hochschullehre etwas verändert hast? Ja, eigentlich ist es ganz einfach beantwortet, weil ich der Meinung bin, dass es unbedingt notwendig ist. Wir haben die digitale Grundbildung, alle unsere zukünftigen Lehrer und Lehrerinnen müssen digitale Kompetenzen vermitteln, bekommen das aber meines Erachtens nach in ihrer eigenen Ausbildung nur sehr wenig vermittelt, vor allem auch dann in Verbindung mit Fachdidaktik, was ja mein Thema ist. Also digitale Kompetenz ist eine Sache, aber das dann auch tatsächlich fachdidaktisch sinnvoll einsetzen, ist wieder eine andere. Und da war es mir einfach ganz wichtig, da mal anzusetzen und einmal in einem Kurs zumindest den Fokus auf das zu legen und auch den Studierenden vermitteln, wie kann ich das fachdidaktische Know-how, das ich habe, paaren mit digitalen Tools und das sinnvoll im Unterricht umsetzen. Und der zweite Aspekt war auch dieses Lifelong Learning, dass sie selber auch in der Lage sind, herauszufinden, wo kann ich mich weiterbilden im digitalen Bereich, wie kann ich Netzwerken, diese Dinge, die ja gerade in dem Bereich, der sich sehr schnell verändert, sehr wichtig sind. Also das war der Grund für diesen Kurs. Ja, absolut. Super cool, super spannend. Also einfach auch, um angehenden Lehrpersonen zu zeigen, eben, dass die Digitalisierung angekommen ist. Genau. Und dass sie eben dafür auch Kompetenzen brauchen. Das heißt, du bist jetzt schon eher jemand, der auch sagt, wir können eigentlich mit den ganzen digitalen Medien, mit Technologien eigentlich in jedem Fach integrativ auch etwas tun. Also wir brauchen nicht zwangsläufig ein eigenes Fach, sondern wir können tatsächlich auch das in den Fächern, in die Fächer inkludieren. Ja, absolut. Und diese Diskussion gibt es auch bei uns in der Schule immer wieder und ich bin wirklich eine Verfechterin des integrativen Ansatzes, weil ich einfach der Meinung bin, nur das ist authentisch. Ja, es ist ja nicht so, dass die Digitalisierung in unserem Alltag nur so eine Randrolle spielt, sondern wir nutzen digitale Tools ja andauernd in allen Lebensbereichen. Also finde ich, macht es auch Sinn, diese digitalen Tools tatsächlich in den verschiedensten Fächern einzusetzen. Klar gibt es, und das ist dann ein bisschen eine Kritik auch an der Ausbildung, gibt es im Lehrplan Digitale Grundbildung ja einige Aspekte, wo ich sagen muss, kann ich nicht abdecken, weil ich es selbst nicht kann. Also gerade diese sehr informatischen Themen, denke ich, da muss man sich irgendwas überlegen. Hier würde vielleicht ein eigenes Fach schon Sinn machen, aber ganz, ganz viele andere Bereiche von diesen oder andere Kompetenzen, die vorkommen im Lehrplan, kann ich in jedem Fach ganz, ganz sicher umsetzen. Ja, absolut. Ja.
Und welche das sind, wird dann die Julia natürlich auch im Rahmen ihrer Session bei der Inverted Classroom and Beyond Konferenz in Baden an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich sicher auch vorstellen. Und ich glaube, alleine schon durch dieses Video jetzt haben wir ja gesehen, es gibt sicher auch Diskussionsanlässe oder auch Diskussionsbedarf. Also auf das, glaube ich, kann man sich auf jeden Fall schon freuen. Ich sage nochmal danke, dass du dir auch Zeit genommen hast. Das wird dir dann auch einen Blogbeitrag geben. Genau, und genau, ja, freue mich schon, wenn wir uns dann auch sehen. Mhm. Und alle, die jetzt noch nicht angemeldet sind zur Konferenz, darf ich natürlich jetzt unbedingt noch motivieren und auffordern, unbedingt noch zur Konferenz anmelden. Wir haben noch Plätze frei und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche coole Sessions, wo Sie auch ganz aktiv natürlich dabei sein können. Wir freuen uns, wenn wir viele von Ihnen dann begrüßen dürfen in Baden. Ja, und bis dahin würde ich sagen, bis bald und ja. Schönen Tag noch, ja. Ciao. Tschüss.